aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. So, ja, es wird Zeit, dass wir mal eine Runde schlafen. Mit anderen Worten, ich würde dann jetzt mal eine Tanke aufsuchen. Das ist das nächste hier in der Nähe, wo man auch schlafen kann. Ganz ehrlich, ich möchte den Betriebshof sehen, vor allem beim Sägewerk, wo so das Holz in der Gegend rumliegt. Also ich halte das echt für ein Gerücht, dass es so ist. Vor allem sehe ich den Sinn da drin nicht. So, da war gerade noch ein Gainer. Ich bin noch nicht ganz wach heute Morgen. Also, genau, wir hatten ja das mit dem Force Feedback ausprobiert. Ich habe übrigens im Nachhinein nochmal die Einstellungen geprüft, der beiden Profile. Force Feedback Einstellungen sind absolut identisch. Trotzdem, also demnach wird das Force Feedback auf jeden Fall von der Karte beeinflusst. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Pro Mods 6 setzen 0. Du fährst hier, als wenn mit gleichen Einstellungen, was beim normalen ETS funktioniert, fährst du hier, als wenn die Lenkung ausgeschlagen ist. Und, geht gar nicht. Sorry. Hier, wo überhaupt nichts ist, rumpelt's und rappelt's im Lenkrad, das ist ganz ehrlich, das ist genauso dusselig, muss man ganz ehrlich sagen, wie die von Giants. Die kriegen es nämlich mit dem Force Feedback auch nicht hin. Und ich mag das tatsächlich. Und also ich habe jetzt tatsächlich die Einstellung vom LS hier drin, soll heißen, das Force Feedback kommt nicht mehr vom Spiel, sondern vom Lenkrad. Das heißt, Lenkrad gibt jetzt so eine gewisse Federvorspannung vor, aber das kann es ja nicht sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das Einzige, was mir an der Pro Mods noch gefällt, ist wirklich so das Gestalterische. Ansonsten, ich sehe in dem Ding keine Vorteile, außer dass du eine riesige Karte hast. So, mal eine Runde schlafen. Und dann gucken wir mal nach einer neuen Fracht, ob wir irgendwas finden, wo wir fahren können. Also ich denke, auch wenn die nächste Beta kommt, war es das mit der Promos auch wieder. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe auf diese Karte irgendwie keinen Bock. Ich weiß nicht warum, es ist einfach. Die Zeiten sind durch. So. Von daher. Könnten schon mal Richtung Rostock vielleicht fahren, oder? Das könnte man machen. Richtung Rostock. Obwohl, Rostock ist schon viel zu weit. Wo ist denn Berlin? Da ist Berlin. Forst oder sowas wäre schön. Aber sowas hast du hier gar nicht drin. So, was? Wir pennen noch eine Runde. Uhr, komm, lass noch eine schlafen. Dann haben wir früh morgens. Genau, 0.13 Uhr. Gucken, ob wir jetzt was finden. Dann fahren wir so ein bisschen in den Tag hinein. Das finde ich dann persönlich schöner. Ja, Dresden. Das wäre fast schon mal eine Hausnummer. Dann könnten wir vielleicht über Landsberg und über Forst fahren. Wollen wir das machen? Das machen wir. Wir holen uns das jetzt erstmal ab hier. Und ich würde sagen, sind jetzt 175 Kilometer bis zu unserem Auftrag. Das ist ja unglaublich.
Ja, Mensch, dann wollen wir mal gucken, ob wir das Ding in dieser Folge überhaupt noch hinten dran kriegen, wa? Ich meine, schön ist, dass hier so diese ganzen kleinen Städte drin sind auch, ne? Und mal gucken, ob mein Heimatdorf hier drin ist. Aber ich glaube eher weniger. Fahrzeugphysik habe ich rausgenommen, aber wie gesagt, dadurch verbessert sich das mit dem Lenken leider nicht. Ich hätte aber auch ehrlich gesagt, ja, dass so Rückmeldungen von der Straße kommen und so weiter, dass das von der Map kommt, das war mir schon klar, aber dass so dieses Lenken direkt auch was tatsächlich mit der Karten oder mit den Kartenerweiterungen zu tun hat, das hatte ich nicht gedacht. Aber es ist offensichtlich so. Das, was da ans Lenkrad geliefert wird, ist Grütze, weil das, was Michael, was du gesagt hattest, keinen Lenkwiderstand oder absolut leichtgängige Lenkung, das ist ja in dem Sinne so auch nicht korrekt. Weil so einen gewissen Widerstand solltest du ja schon haben, aber eben nicht so, als wenn du, ja, Lenkwiderstand, dann im Prinzip nichts, wie so ein Loch. Und dann, ne, als wenn die Lenkung ausgeschlagen ist, das soll es natürlich nicht sein. Aber ich werde meine Einstellung auch nicht umstellen. Wie gesagt, mit der nächsten Beta ist das Thema Pro-Mods dann sowieso wieder durch. Ich werde hier jetzt ein bisschen was drauf fahren, aber ich werde mich hier mit Sicherheit nicht drauf verewigen. Das geht gar nicht hier, das ist Müll. Außerdem, ich glaube, dass YouTube einen Fehler hat in der Statistik. Wenn ich so schaue, wie viele Leute meine Videos schauen pro Tag und ich sehe in einem Tag oder in zwei Tagen, dass es ja so zwischen 30 und 50 Aufrufe sind und dann hast du ein Video, wo es dann plötzlich innerhalb von zwei Tagen 341 Aufrufe sein sollen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich das nicht. Das ist so, ja, ne? Ihr wisst, was ich meine. Weil da fragt man sich dann zum Beispiel, warum sind die am nächsten Tag denn dann nicht da? Aber gut, warum sind wir jetzt eigentlich diesen Schlenker gefahren? Wir hätten doch auch jetzt genauso gut von links kommen können, oder? Täusche ich mich da jetzt? Wäre die Strecke dann eventuell kürzer gewesen? Ist das da vorne... Ach ne, ist ein Parkplatz. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade fragen, ist das da vorne etwa die Tankstelle, an der wir gerade genächtigt haben? Gell, dafür bringst du eine Folge damit, nur um zu deiner Fracht zu kommen. Meine Güte, ich habe noch nichts getrunken heute früh. Kehle ist trocken. So. Was meint er? Schaffen wir das heute noch? Ja, wa? Gerade so, ne?
Weil an der Tanke waren wir. Das ist doch garantiert die, wo wir gepennt haben. Da möchte ich doch fast für wetten. Also es ist na, warum? Hätten wir doch einfach in die andere Richtung wieder zurückfahren müssen. Warum schickt uns das Navi diesen Umweg? Leute, Leute, ihr habt noch eine Menge, an was ihr arbeiten müsst. Wie lange gibt es die Promods jetzt schon? Ist mir noch nie so extrem aufgefallen, ganz ehrlich. Aber mit dem Navi, da kann ich mich erinnern, das war schon immer so scheiße. Meine Kartengestaltung ist nicht alles, es muss alles zusammenstimmen. Und wenn da irgendwas nicht ist, ich sage jetzt mal, Navi, Force Feedback, eventuell Streckenberechnung, keine Ahnung. Sowas funktioniert nicht. Und setzt euch vielleicht doch mal da dran und macht es richtig. Statt ständig hier noch mehr reinzubasteln, noch mehr reinzubasteln. Letztendlich geht das natürlich auch auf die Rechnerperformance. Meiner kriegt es nun hin, aber auch ruckelfrei, aber trotzdem. Ja, ich weiß, das letzte Mal die Pro-Mods gespielt hatte ich mit meinem alten Prozessor. Auf diesem hier überhaupt noch nicht. Obwohl ich den jetzt auch schon 2 Jahre habe, mindestens. Ja, es ist... keine Ahnung. Mir fehlen einige Dinge. Wie gesagt, das erste war ja schon mal mit dem Bug, dass das abstürzt. Für sowas brauche ich keinen Mod. Sowas muss in der Karte gefixt werden und dann muss es ein Kartenupdate geben. Basta. Ja, wie gesagt, wir warten gespannt auf die nächste Beta und vor allen Dingen warte ich auf das neue DLC. Guck mal, wir holen das Zeug genau da ab, wo wir hergekommen sind. Und wir sind doch im Leben keine 100 und Kilometer gefahren. Ist doch scheiße vom Navi, mal ganz ehrlich. Absolute Grütze. So, da vorne soll es jetzt unsere Fracht geben, ja? Bin ich ja mal gespannt. Beim Hotel? Okay. Achso, du kannst hier auf dem Parkplatz, okay. Alles klar, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass man hier auf dem Firmengelände pennen kann. So, was hatten wir gesagt? Wir wollten nach Dresden. Andorra, das fand ich ja auch sehr nice. Da würde ich auch nochmal hinfahren wollen. Das war ja richtig so ein Städtchen nach meinem Geschmack, sag ich mal. So, und wo ist jetzt unser Trailer? Da ist unser Trailer. Eins verstehe ich gerade. Wenn ich jetzt... bremsen will. Warum? Alter, bist du zu blöd zum Fahren oder was ist das? So, dann legen wir jetzt noch die Route fest, die wir fahren
wollen. Wir wollen ja letztendlich nach Dresden und wir wollten über, obwohl Forst waren wir, sind wir sogar schon durch. Na, guck mal, da gibt es nur die eine Firma, die SMF GmbH. Da brauchen wir dann natürlich nicht extra dran vorbeizufahren. Da ist Dresden, hier ist Görlitz, da ist Breslau, da ist mein dämlicher Stiefvater geboren und mit seiner Mutter im Krieg geflüchtet. Und was haben wir denn hier noch? Swinemünde, Anklam, Rostock, Travemünde, Hamburg, Kiel. Wo ist denn Kiel-Wellsee? Da hat mal eine Ex von mir gewohnt. Ob die da noch wohnt, ob die überhaupt noch lebt, weiß ich nicht. Padberg. Mal interessieren so die Umgebung von Berlin, was wir da so haben. Was ich ein bisschen schade finde, dass eigentlich wenig nachgestaltet ist. Müsst ihr jetzt mal gucken. Ich würde jetzt tatsächlich mal diesen Berliner Ring abfahren. Hier ist ein Hotel. 111. Ob man hier zum Beispiel das Avus Hotel und so weiter, ob man sowas nachgebildet hat. Das hier könnte Spandau sein. Hier ist ein Hotel. Hier kommt eine Autobahn rein. Das würde ich mir mal genauer angucken wollen. Und zwar machen wir das, wenn wir in Dresden waren. Das machen wir aber in der nächsten Folge, den 375 Kilometer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und bis dann erstmal ciao, ciao. Und entschuldigt mein Meckern über die Pro-Mods, aber es ist nun mal so. Tschüss.